Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valhalla Hits. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge, unsere kleine, wie sagt man, Sandinsel erkundet in der Wüste. Es sieht hier sehr trocken aus, muss man zugeben, abgesehen von dem einen See, der uns hier noch gegönnt wurde. Und ja, unsere Mission lautet eigentlich in der heutigen Folge, dass wir das Ganze hier wieder verlassen wollen, denn es ist wirklich, ja, wie sagt man so schön, ziemlich scheiße hier. Ja, also es ist okay. Ich finde tatsächlich, es sieht sogar irgendwie ganz idyllisch aus, dadurch, dass wir hier ein paar Bäume angepflanzt haben mitten in der Wüste. Das hat immer so leichten Flair, ich weiß nicht ganz, ich mag das ganz gerne. Aber die Gegner sind zum Kotzen. Wir haben kaum Ressourcen, bis heute ist immer noch nicht der Steinmetz zusammengebaut worden, weil wir einfach einen Steinmangel haben. Es ist also dementsprechend alles nicht sehr leicht. Und deswegen lautet unsere Mission tatsächlich, dass wir in der heutigen Folge somit die Aufopferungen machen werden. Haben wir die Opferstätte schon gebaut? Die wird da hinten noch gebaut, ne? Genau, da fehlen 4 Steine. Dann würde ich tatsächlich sagen, den Steinmetz, den würde ich einfach nochmal abreißen. Oh, hier werden wieder welche angegriffen. Das gefällt mir gar nicht. Mit der Angel greift er an. Huiuiui. Wir machen gar keinen Schaden. Wir machen gar keinen einzigen Schaden. Das ist insane. Die halten. Wie viel halten die aus? Gut, jetzt gehen mal ein paar mehr Leute auf den rauf, aber gleich holt er wahrscheinlich seine Verbündeten auch. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Naja, unsere Mission ist es letztendlich halt, 10 Fische aufzuopfern dann. Also ich hoffe mal, dass der hier wenigstens ein bisschen was bringt an Loot. Ich meine, abgesehen von ein paar Skelettteilen hat er noch Malzbier gedroppt. Das ist okay, denke ich. So, hat irgendjemand von denen überhaupt mal Steine dabei eigentlich? Oder sind die hier einfach nur am Rumlaufen? Traut sich da hinten vielleicht keiner mehr hin zum Steinmetz? Da arbeitet einfach nur keiner, ne? Gut, dann stellen wir da mal ein paar Leute an. Noch haben wir welche. Und wie gesagt, meine Mission ist es wirklich einfach nur von hier zu verschwinden. Mehr möchte ich gar nicht tun. Ich will hier keine Erfolge freischalten oder sowas. Ich möchte einfach nur hier weg. So sind wir gerade bei dem Status. Das erste Mal, dass ich sage, okay, ich will eine Insel nicht ganz bebauen. Weil das ist mir einfach zu gefährlich hier und die Ressourcenknappheit ist halt zum Kotzen. Also, wenn man sich hier mal umschaut, wir haben einen kleinen See, in dem wir fischen können. Wir haben ziemlich viel Steine. Das muss man der Wüste halt im Allgemeinen lassen. Die besteht ja theoretisch nur aus Stein und Glas. Ja. Und ansonsten wirklich nicht viel. Der ganze Wald ist künstlich angebaut. Essensknappheit wird wahrscheinlich auch eine Sache sein irgendwann. Das ist alles nicht sehr schön. So, und ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich mal... Warte mal, was? Oh. Warte mal, wir haben nur den Steinmetz hier, ne? Wir haben keinen Steinbruch mehr, deswegen bauen die nicht mehr ab. Oh, ich verstehe jetzt alles. Deswegen haben wir auch keine Steine mehr, natürlich. Ja, dann reiß den ab. Reiß den ab. Der bringt Steine. Wir wollen hier nur abhauen. Ist jetzt nicht so wichtig. So. Bauen wir da stattdessen dann lieber nochmal einen Steinbruch hin? Ob das jetzt so ressourcenschonend war? Ja doch, ist ja aus Holz gebaut. Sehr gut. So. Ja, hier bringt keiner jemals einen Stein hin. Das ist wirklich zum Heulen. Okay, ich sag's jetzt. Naja, ist ja auch egal. Kriegen wir schon irgendwie hin? Ich denke, das sollte schon irgendwie möglich sein. Die Träger gehen da halt den ganzen Tag hin und so, ja, naja, also so könnte es aussehen, aber nehmen sogar keinen Stein mit. Allerdings ist der Steinbruch gleich gebaut. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass die ihre Sachen hier nicht aufheben. Hier liegen ein paar Sachen rum, hier auch zum Beispiel Leder, Malzbier, können die auch trinken, wenn sie wollen. Alter Junge, diese Kreaturen auch, ne? Hallo, ich bin eine große Sandbestie. Wahrscheinlich fühlt er sich angegriffen, weil wir hier aus der Wüste ein bisschen Grünland gemacht haben. Und das ist ja ein Sandkriecher. Wir haben die Hälfte grün gemacht, der ganzen Wüste. Das gefällt ihm sicherlich nicht. Aber da sage ich ganz ehrlich, Pech gehabt. Ne? Pech gehabt. Ist er selber dran schuld? Wir hätten uns ja einigen können, dass das hier alles Wüste bleibt. Aber wenn er so drauf ist... Achso, der holt sich Essen. Ich wollte gerade sagen, wo geht denn der hin? Aber ist aber nicht gut, wenn die sich schon so Essen holen müssen. Dann weiß ich nicht, ob wir das mit dem Fisch noch hinbekommen. An Aufopferung. Ansonsten würde ich auch nochmal eine zweite Fischerei bauen. Da habe ich kein Problem mit. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, ne? Ressourcenknappheit. Fische werden sich ja auch irgendwann auflösen. Oh, was ist denn hier los? Da laufen Krebse. Skorpione rum. Fucking Skorpione. Iva, leg dich nicht mit einem Skorpion an. Bist du bescheuert? Kleiner Skorpion, diese kleinen Spinnentiere leben vorwiegend in sandigen oder steinigen Böden oder Bodennähe.
Ivar, du kannst es nicht mit einem verdammten Skorpion aufnehmen. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dir tun soll. Ich kann dich ja nicht da wegnehmen. Ist dein Wille. Du stirbst durch den Skorpion. Ist okay. Ah, oh, nein, ist nicht okay. Ivar, du bist ein... Der arbeitet eigentlich in der Mine. Da kommt's weiter, der wird sterben. Wenn er jetzt nicht abhaut. Ah, er haut ab, okay. Boah, die sind aber verdammt schnell. Oh, scheiße, er bringt ihn ins Dorf, oder? Jetzt ist er stuck dort? Ivar, was machst denn du? Also wirklich, der ist auch ein Vollidiot. Wenn ich jemals einen gesehen habe. Okay, ich beschleunige den Prozess mal. Und hoffe somit einfach mal, dass... Der regeneriert ganz langsam, ne? Ja, tatsächlich. Ich hoffe dann einfach mal, dass der jetzt mal ein paar Steine abbauen tut. Gott, die Schafe. Die können nicht ihren Mund halten. So, aber er ist gerade dabei, ne? Er ist gerade gut dabei. Hier werden auch gerade Steine hingebracht. Das ist tatsächlich sehr vorteilhaft. Auch wenn das Ganze einen ganz langsamen Fortschritt hat, wird es ja zumindest gebaut. Und dann heißt es wirklich 10 verdammte Fische aufopfern, ne? Das klingt gar nicht mal so viel, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ziemlich viel. Ich glaube, man unterschätzt da so ein bisschen, wie wenig Fisch wirklich aus dem See kommt. So. Ein Stein noch, komm. Wo haben wir ihn, den Einstein? Olaf bringt den noch nicht. Olaf ist nur so hingegangen und hat sich gedacht, ach scheiße, Stein vergessen, dann nochmal zurück. Aber der bringt ihn, den letzten Stein. Für die Aufopferung. Und wir werden die Opferung starten. Und ja, genau, wir müssen 10 Fisch bringen. Wir stellen da alle Träger an, mir egal. Ich stell's auf schnell und dann gucken wir mal, wie schnell da Fisch hingerät. Mal schauen. Überhaupt mal was vorbeigebracht wird. Ihr müsst jetzt auf Essen verzichten, ne? Glaubt mir, ihr seid dann aber danach in der besseren Welt. Also, ja gut, ich klinge gerade wie eine Sekte. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn die auf einer neuen Insel sind, da gibt es deutlich mehr Ressourcen. Also haltet einfach durch an dem Punkt. Ivar, was ist mit Ivar schon wieder? Wo ist der? Och nö, komm. Verpiss dich, Sandkriecher. Los, wieder zurück in deinen Sand. Hier gibt's keinen Sand. Verschwende nicht deine Zeit hier. Ach, Mist. Das Problem ist halt, diese Aufopferungsstätte befindet sich halt nicht in der Nähe. Und ich kann es auch nicht bewegen. Das heißt, wir müssen vielleicht... Oh, die habe ich richtig scheiße platziert. Mist. Die habe ich richtig ungut platziert. Ich hätte die direkt platzieren müssen neben dem... Oh shit. Oh shit, hier geht's los. Hier ist ein Kampf. Die wird auch nicht überleben, glaube ich. Oh no, dann ist das auch noch eine Fischerin. Immer noch kein Fisch hingebracht. Oh, das ist richtig unvorteilhaft. Und zwar stand da ja auch dabei, dass die Ressourcen... Ja, wir müssen Kurier bauen wahrscheinlich, kurz gesagt. Ich werde jetzt mal schauen. Wie teuer war nochmal ein Kurier? Eigentlich nicht so teuer, ne? Aber in der Welt wahrscheinlich schon. Jetzt sehen wir hier einen Kurier. Oh, die werden sowas von draufgehen da hinten. Ach, shit. Das kann unser Ende bedeuten jetzt, ne? Jetzt kommt denen ja auch keiner zur Hilfe. Die können auch nicht weglaufen, so wirklich. Die sind auch viel zu stark. Die sind viel zu verdammt nochmal stark. Und jetzt verzieht euch bitte wieder. Bitte, bitte, bitte. Das wäre sehr nett. So, und hier lässt sich auch ein Kurier platzieren. Okay. Das Blöde ist, wir müssen auch noch einen Rucksack herstellen. Das kommt ja noch dazu. Oh, Leute, ist alles so aufwendig. Ist alles so aufwendig. Kann ich noch eine Fischerhütte bauen? Ist das noch eine Möglichkeit? Passt da noch eine hin? Gut, die Kurierposten sind ja schon mal hergestellt. Da arbeiten auch schon welche, ne? Sehr gut. Sind zwar noch geschwächt, aber alles gut. So, 2 Rucksäcke müssen gebaut werden. Einen müssen wir noch holen. Ansonsten würde ich halt noch eine Fischerei vorschlagen. Die kommen jetzt schon wieder nach vorne. Ich glaub's nicht. Die greifen uns schon wieder an. Oh, ich hasse es, ich hasse es. Junge, die schlägt mit dem Rucksack zu. Die schlägt mit dem verdammten Rucksack zu. Ey, Kurier, bitte stirb nicht mit dem teuren Rucksack, ne?
Sag's, wie es ist. Ich mag's aber, wie die davon pendeln. Ah, hier kann ich keine hinbauen. Die müsste dahinter gebaut werden. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Dann sind die ja noch näher da dran. Hier ist kein einziger Fisch bisher angeliefert worden. Ich hab auch mal drei, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Da kommt gerade kein einziger an, aber ist ja auch kein Wunder. Wir werden ja dauerhaft attackiert von denen. Dementsprechend kein Wunder. Wunschliste, ja, 10 Fisch. Bring mal welche her. Derzeit habe ich insgesamt einen eingelagert, ja, auch gut. Aber gut, es ist schon mal einer. Das heißt, es geht langsam voran. Ich muss nur überleben. Die Kuriere, die spielen gerade so eine große Rolle. Och nö. Lass Iva in Ruhe. Iva, du hast uns in so viele Schwierigkeiten schon gebracht. Halt einfach mal den Ball flach, ganz ehrlich. Och nö, komm. Komm, das ist die ganze Zeit die Fischerin. Nee, ist es nicht. Oder? Nee, ist es nicht. 2 Fische. Oh mein Gott, ich hoffe, wir überleben das, ne? Ich meine, wir haben 5 Arbeitslose. Das heißt, wenn welche sterben, ist es erstmal nicht so schlimm. Dann können die ersetzt werden. Aber trotzdem, ne? Ich versuche eigentlich, alle hier am Leben zu halten. So lange wie möglich. Hoffentlich. Am besten stirbt gar keiner. 2 Fische erst, ey. Das kannst du ja nicht bringen, ne? Das kannst du ja nicht bringen. Alter. Ich traue mich auch nichts hinzubauen. Ich könnte höchstens hier hinten eine hinbauen, aber dann... Ja, wäre wahrscheinlich besser, ne? Machen wir es so. Besser ist es. Machen wir davon direkt einen Weg hin. Dann können sie auch hoffentlich auch fischen. Wir brauchen noch eine Angel. Wie viel haben wir jetzt? 3. Oh, das geht so langsam voran. Es geht so verdammt langsam voran gerade. Aber hey, vielleicht wird hier mal ein bisschen gefischt vom Olaf. Der geht zumindest an den See schon mal ran. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt frage ich mich nur gerade, ob wir die Sandkriecher auch noch... Ob wir die noch besiegen müssen. Hoffentlich nicht. Aber ich meine, ich hatte das so in Erinnerung, dass wir, wenn wir die 10 Fische abgeben, direkt ins Portal rein können, ne? Oh, ich hoffe nicht, dass wir dann nochmal auf eine Sandinsel gelangen, sondern auf eine ganz normale, bitte. Eine richtig schöne Insel, umgeben von Wasser, paar Berge, 3 verschiedene Waldarten, einen schönen dunklen Boden, oh, so viele Ressourcen. Das wäre ein Träumchen jetzt. Man schätzt das erst, wenn man es nicht mehr hat, ne? Das ist mal wieder der Beweis dafür. Weil diese Sandwelt, die geht dann richtig fett auf den Sack. So. Schaut ihn euch an. Der tanzt ein bisschen umher, ne? Kann das sein? Der holt gerade die Moves raus. Ey, Junge, du überzeugst mich nicht von dir, indem du tanzt. Oh, jetzt greifen die schon wieder an. Ich glaube es nicht. Okay, 7 von 10. Das sollte aber klappen. Das sollten wir schaffen. Oh, bin ich dann vielleicht froh. Bin ich dann vielleicht froh. Wenn die einfach mal wieder... ordentlich Ressourcen abbauen können. Ich muss dann auch nicht direkt wieder mit irgendwie 5 Holz starten oder so. Und 15 Förster bauen. Ich meine, wie gesagt, es sieht schön aus. Ich mag tatsächlich den Wald sehr, der hier entstanden ist. Aber trotzdem, ja, es ist alles einfach zu gefährlich. Opferung auslösen, los! Portal. Öffne Portal. Ja, 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 betrete Portal. Los geht's! Das war auf jeden Fall... So schnell haben wir bisher noch keine Insel abgeschlossen. Aber ich hatte wirklich keine Lust mehr, auf dieser Sandinsel zu bleiben. Und ich hoffe, das war auch das letzte Mal, dass uns das passiert ist. Ich schätze nicht. Aber das nächste Mal sind wir vielleicht besser vorbereitet auch. Wir haben aber sehr viel freigeschaltet, was eine positive Sache ist. Und zwar den Götterzorn 4 müsste das sein, ne? Götterzorn 4, aus den Portalen kommen nun stärkere Gegner. Ja, nicht wundern, ich bin mit den römischen Zahlen nicht zu vertraut. Hoher Sockel. Mit dem hohen Sockel kann man Gebäude an Steinhängen errichten. Oh, das wird richtig teuer. Mindestgrößenhöhung 2. Die minimale Kartengröße wurde erhöht. Felsgrund. Auf diesem Felsgrund kann meist gut Stein abgebaut werden. Grober Fels. In diesem Fels können Minen errichtet werden. Oh, kleines Portal. Portale werden meist von bösen Eismächten bewacht, die, sobald du sie öffnest, deinem Heimatdorf angreifen. Oh, das ist nicht gut. Mine. Das Bergwerk wird zur Gewinnung von verschiedenen Erzen benötigt. Boah, endlich Gold abbauen. Knochenaxt. Die aus Knochen gefertigte Waffe ist sogar besser als eine Steinaxt. Mhm, jetzt bringe ich noch mal was, das ist gut.
Geologe. Durch Gesteinsproben ist ein Geologe in der Lage festzustellen, welche Mineralien in den Bergen eingeschlossen sind. Er markiert die Fundstelle gut sichtbar mit einem kleinen Holzschildchen. Eisenspeer. Mit einem Eisenspeer kann ein Jäger gefährliche Tiere jagen. Eisenschmelze. Aus Eisenerz und Kohle wird in der Eisenschmelze Eisen gewonnen. Eisenerz, der Geologe kann jetzt auf bergigen Untergrund Eisenerz finden und es kann von Bergarbeitern in den Minen angefordert werden. Minensockel, bla bla bla, Waffenbaufähigkeit. Oh, beim Waffenmacher können jetzt auch Eisenäxte angefertigt werden. Uiuiui. So viel Neues, wir kommen ja langsam in die Industriellzeit, ne? Das ist ja gar kein Wikinger mehr hier. Knochensperrkohle, Eisenriesen. Eisenriesen stammen noch aus der alten Welt und sind nicht so leicht zu bekämpfen. Da bin ich immer gespannt, wie riesig die sind. Okay, gib mir einen guten Seed. Komm bitte. Ich brauche da nur einen guten Seed. Ja, das sieht. Wenig Wald. Wenig Wald. Hm, naja, komme ich mit klar. So, lässt sich hier schon ein Eisenriese spotten? Nö, sieht doch ganz nett aus, oder? Was ist denn hier? Kleines Portal. Achso, das ist das. Okay, naja. Verstehe. Wir haben jetzt allerdings auch Kühe. Die bringen nicht nur Essen, die bringen auch Milch hoffentlich. Ja, okay. Wir sind sehr nah den Skeletten. Das gefällt mir nicht wirklich. Aber gut, da kann man halt nicht wirklich viel gegen machen, denke ich. Und wir fangen mal wieder... Ach du Scheiße. Rote Gebiete. Schaut euch mal an, wie teuer der Sockel ist. Ah, ey, ich könnte kotzen. Was ist das denn? Alter. Vier Stein. Vier verdammter Stein für... verdammten Sockel. Ach du Scheiße, ja, das wird ein teurer Spaß. Da freue ich mich ja schon richtig drauf, Mensch. Naja, muss man halt mit klarkommen. Das Spiel wird nicht leichter, kurz gesagt. Aber hey, ich bin froh, dass wir mal wieder Wasser haben und eine ordentliche Insel. Ich denke doch tatsächlich, dass das Ganze hier doch immer noch leichter sein sollte als die letzte Insel. Die Sandinsel. Warte mal, was ist das da? Ah, sind Wölfe. Okay. Kennen wir ja bereits. So, der Holzfäller ist hier. Ich würde direkt als nächstes wieder mal einen Förster bauen, denn wie gesagt, es ist mir mal nichts. Das ist mir mal nichts, wenn wir hier keinen haben. Als nächstes dann Werkzeugmacher. Ach, der wäre vielleicht erstmal wichtiger, ne? Das Blöde ist, hier kann man nirgendwo was bauen. Und den Stein, den möchte ich eigentlich, ich möchte gerne das steinige Gebiet dafür nutzen, dass wir... ja, dass wir halt... Wie sagt man... Dass wir da eine Mine errichten können, ne? Jetzt bin ich hier gezwungen, darauf zu bauen. Wow. Für den Förster machen wir auch einen neuen Träger. Ich sehe aber gerade aus dem Friedhof stammen bisher noch keine Skelette ab. Das ist dementsprechend also ganz vorteilhaft. Mal sehen, wie lange das so bleibt. So, wie sieht's hier aus? Aha. Werkzeug. Wir werden erstmal eine Axt herstellen. Nächster Schritt wäre ein Zelt. Damit wir genug Leute haben. Ah, ich vergesse immer, wo die sind. Hier. Die können wir hoffentlich mal ein bisschen vermehrter bauen. Ja. Wie gesagt, das Spiel wird nicht leichter, aber ich sag mal so, ich werde auch nicht schlechter. Glaube ich. Hoffentlich. Man kann sein angewonnenes Wissen ja auch anwenden. Sein gewonnenes Wissen auch anwenden. So geht der Spruch. Da fängt es schon an. Da fängt es schon an. So, sehr schön. Haben wir das. Nächster Schritt, Essen. Wir brauchen am besten... Oh, guck mal, ist der Geologe und so. Oh, wie viel es inzwischen gibt. Besser, dass ich am Anfang gesagt habe, hier gibt es halt nicht so viele Gebäude. Aber das hat sich ja komplett geändert mit der Zeit. Aber schön zu sehen, das freut mich wirklich. Das ist eine sehr positive Sache. Desto mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr Spaß hat man meistens auch. Ne? Also außer es ist nachher viel zu viel los. Dann verstehe ich, dass man sagt, weiß ich nicht. Ist mir zu viel. Aber noch ist das sehr überschaubar und auch spaßig. So. Bauen wir einen Fischer. Dann würde ich dafür gerne noch eine Angel herstellen. Ja, der Förster, der ist schon mal fleißig am Pflanzen. Ich hätte fast schon einen zweiten gern von dem. Denn wir haben ja gesehen, wie viel das tatsächlich bringt, wenn man wirklich Förster baut. Ist nicht schlecht, kurz gesagt. Ist wirklich sehr gut. So, Fischer ist errichtet. Sehr schön.
Ja, es kommt doch langsam wieder zusammen hier. Es ist halt einfach deutlich angenehmer. Oh, die Wölfe, die kommen ein bisschen zu uns rüber. Die können auch gefährlich werden. Ah ja, was ich sagen wollte, es ist halt einfach ein bisschen angenehmer, wenn man sich dann weniger Stress machen muss, weil in der letzten Welt waren überall Gegner, wir konnten nichts machen, wir mussten alles selber anbauen. Gefühlt hätte ich Steine pflanzen müssen, wie auch immer man das machen soll. Oh, ein Knochenspeer. Und ein Eisenspeer. Boah, so vieles inzwischen. Bin so stolz auf meine Einwohner. Die haben so viel erreicht. Die sind so schlau geworden. Sie studieren sogar schon Geologie. Fun Fact, mein Großonkel hat Geologie studiert. Wie, ich glaube ein Doktor da drin oder so. Ich glaube, das ist actually ganz interessant, würde ich behaupten. Ich glaube, das ist ganz cool. Der hat mir damals mal einen versteinerten Seeigel geschenkt. Weiß nicht, ob ich den noch hab. Hoffentlich. So. Okay, Alter, wie riesig dieser... Dass das noch ein gelben Bereich war, ne? Das ist ehrlich gesagt fragwürdig bei der Riesenstütze da unten. So. Alles klar, die Leute sind zum Teil gut versorgt. Ich sag bewusst zum Teil, weil es könnte besser gehen. Aber man kann auch nicht alles haben, ne? Ist einfach so. Okay, als nächstes würde ich dann wahrscheinlich auf Stein wieder gehen. Ne, Sägemühle. Sägemühle wäre erstmal wichtig. Die können wir ruhig im gelben Bereich auch wieder platzieren, weil ich will halt eigentlich dieses steinige Gebiet da vorne möchte ich eigentlich verwenden für Minenarbeiter. Aber gut. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge bauen wir das Ganze hier noch schön aus. Endlich sind wir mal wieder in einem Bereich, der sich hoffentlich auch ein bisschen besser begehen lässt. Und hier klaut ja tatsächlich schon jemand Knochen. Das ist gut für die Produktion, darüber freue ich mich auch. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Valhalla Hills. Habt noch einen wunderschönen, wirklich reichen Tag, lasst eine Bewertung da, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, bye bye.